Es gibt schlechte Phasen und gute Phasen, turbulente und ruhige Fahrten, Durststrecken über lange Zeit, wissen nicht, wie wir uns befreien, hoffen es ist nicht für die Ewigkeit, die Angst ist da, dir einzubrechen, sind nicht bereit mehr einzustecken, was wir eigentlich wollen, haben wir längst vergessen, wälzen uns im Dreck ohne Sinn, sagen bitte. Hallo liebe Radfreunde, ich bin heute wieder auf Achse und zwar bin ich auf der Spur des weißen Goldes, das Salz. Ich bin auf der alten Salzstraße südlich von Lüneburg und Andreas Velotourer, der hat auch einen Kanal bei YouTube, der hat zwei schöne Videos gedreht. Erstmal Glück auf nach Bochum. Ich möchte gern diese Strecke mal nachfahren und jetzt fahre ich aber erstmal nach Lüneburg rein und schaue mir die Stadt an. Ich melde mich. Tschüss. Ich fahre an der Ilmenau entlang und man hört auch die Gänse und die Schwäne hier. Es ist herrlich Natur pur. Und ich bin noch ein bisschen warm angezogen, denn es ist dann noch ganz schön frisch. Es ist früh am Morgen und ich fahre jetzt Richtung Lüneburg und werde da die alte Straße, den Salzweg aufnehmen. Ja, hier hat auch der Sturm seine letzten Spuren hinterlassen. Muss alles noch weggeräumt werden. Das ist jetzt die Ilmenau. Und ich fahre jetzt Richtung Altstadt in Lüneburg, direkt an der Ilmenau entlang. Das ist der Stint hier in Lüneburg und das ist der alte Kran, auch ein Wahrzeichen. So, gleich bin ich aus der Stadt raus. Ich muss sagen, super Radwege hier in Lüneburg und auch hier durch den Park. Man kann wirklich super fahren. Also es geht jetzt nur noch durch die Wälder. Jetzt sehe ich zum ersten Mal das Schild für die alte Salzstraße. So, ich bin jetzt beim Schiffshebewerk in Scharnebeck und das schaue ich mir jetzt mal an. Und gleich geht ein ganzer Container oder ein ganzes Schiff nach oben. Da ist das Schiff drin. Und hier ist das andere. An den Seilen hängt das Ganze.
Und da ist auch die Spindel hier, die alles nach oben dreht. Ja, es wird genau Zentimeter für Zentimeter festgemacht. Doch nichts bewegt. Da oben ist der Kommandoturm hier. Und hier ist es hochgegangen, das Schiff, das ich gerade gefilmt habe. Und hier geht es dann weiter. Jetzt sieht man, wie das Schiff langsam dahin gleitet und in die andere Fahrbahn sich einreiht. Mich wundert bloß, wie das dicht gemacht wird, dass da kein Wasser rausläuft. Denn man sieht gar nichts, es ist hundertprozentig dicht. Und ich bin jetzt gerade oben und dann geht es richtig runter, wie im Fahrstuhl, die einzelnen Schiffe. Tolles Projekt. So, näher kommt man leider nicht ran. Das Sperrgebiet. So, und jetzt geht es immer am Kanal entlang bis nach Lauenburg. So, jetzt bin ich kurz vor Lauenburg und ich habe mich total verfahren. Auf einmal war kein Schild mehr da. Ein älterer Herr sagte, dass hier ein schöner Weg ist, direkt an der Bahn. Ja, hätte mal lieber auf den anderen Weg bleiben sollen. Ist doch schmal hier. Ja, mit Gepäck ist das nicht so gut. Ja, endlich geschafft. Hinter mir ist Lauenburg und über die Brücke muss ich dann rüberfahren und fahre dann die alte Salzstraße Richtung Nölln. Ja, hier in Lauenburg ist auch eine richtig schöne Schiffswerft noch. Einer der letzten, glaube ich. Hier ist die große Halle. Und das ist so ein Nebenarm. Ich bin hier am Grill am Hafen, direkt an der Elbe. Und eigentlich sollte man ja Fisch essen hier, aber ich glaube nicht, dass der Fisch aus der Elbe kommt. Deswegen esse ich was Bewährtes, eine Currywurst mit Pommes. Guten Appetit. Es ist 13 Uhr und ich muss dann gleich weiter. So, liebe Radfreunde, hinter mir ist der Elbe-Ostsee-Kanal, wo früher im Mittelalter das Salz von Lüneburg nach Lübeck und weiter bis zur Ostsee transportiert wurde. Ich glaube schon, hier gibt es schon seit dem 13. Jahrhundert diesen Kanal. Natürlich nicht so breit und nicht so ausgebaut. Ja, und das geht jetzt immer entlang dieses Kanals. An einem sehr schönen Radweg hier.
Oh, jetzt mit der Ruhe vorbei. Kleine Pause zwischendurch. Ist gar nicht so einfach, hier eine freie Bank zu finden. Obwohl, so viele sind ja auch gar nicht hier. Jetzt ist wieder warm geworden. Jetzt muss ich wieder die Jacke ausziehen. Jacke an, Jacke aus. So, ein kleiner Snack. Dann noch sind es 20 Kilometer bis nach Mölln, aber das Wetter hält sich und ich schaffe das noch heute. Ich bin jetzt hier lang gefahren, immer am Kanal, und ich bin jetzt hier kurz hinter Büchen. Da macht der Radweg so einen kleinen Bogen, so ein kleines Gewässer. Dann fahre ich nach Siebeneichen. Jetzt bin ich in Siebeneichen und da hinten zum Campingplatz kann man eigentlich nur mit der Fähre rüberfahren. Auch wir bilden aus. Steht ein Schild. Also kann man Fährmann werden. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Wir bilden aus. Ja, toll. Ich habe ja mal wieder was dazugelernt. Ich wundere mich schon die ganze Zeit seit heute Morgen. Ich grüße die Leute immer, keiner grüßt zurück. Ich immer Hallo, guten Morgen, alles. Ich gucke mich nur alle an. Denke ich, sind die so stieselig hier, die Leute, oder sind die so, weiß nicht. Ich grüße die Leute immer und keiner grüßt zurück. Nee, man sagt ja einfach nur Moin und das reicht. Also ich bin ja an der Küste und ich habe immer nur gedacht, dass es an der Nordsee irgendwo oder Hamburger Gegend ist. Nein, man sagt ja auch Schleswig-Holstein nimmt einfach Moin und das reicht dann auch. Und seitdem sind die Leute auch alle freundlich und grüßen auch alle zurück. Ich schreie mal ganz laut, hört ihr das? Was wir hier für einen Gegenwind haben, es ist Wahnsinn. Ich fahre hier höchstens 10, 12 Stundenkilometer. Schneller kann ich überhaupt nicht fahren. Und ich muss jetzt richtig... Das ist mir auch noch nicht passiert. Das war vorhin so windig. Mein Fahrrad kippt um. Natürlich mit dem Lenker auf mein Zelt und reißt mir hier mein Zelt ein. Ja. Ich hoffe, dass ich das irgendwo zu Hause nochmal kleben kann oder reparieren kann. Ja, das sollte nicht sein. Jetzt hat der Wind nachgelassen. Jetzt war so eine Windböe und jetzt ist es herrlich. So, habe ich nicht einen schönen Zeltplatz? Ganz alleine hier. Noch, ich hoffe, es bleibt so. So, das Zelt ist auch aufgebaut. Und der ärgerliche Riss, ja, den muss ich mal sehen, dass ich den kleben kann. So, jetzt mache ich es mir erstmal gemütlich. So, liebe Radfreunde, bevor ich jetzt gleich schlafen gehe und die Sonne untergeht, ich habe jetzt einen Campingplatz in der Nähe von Mölln gefunden. Es sind ungefähr 60 Kilometer gewesen, die ich gefahren bin. Bei starkem Gegenwind, also ich hatte heute so einen Gegenwind. Ich hatte eigentlich mit Lübeck heute gerechnet, dass ich da ankomme oder vielleicht noch ein Stück weiter. Das war mein Ziel heute, aber bei dem Gegenwind heute nur bis Mölln geschafft. Teilweise konnte ich nur 10 oder 12 Stundenkilometer fahren. Es war schon sehr anstrengend. Und es sind 60 Kilometer geworden, das reicht auch hin. Eher zum Radweg. Sehr schön von Lüneburg an. Ich bin südlich von Lüneburg gestartet, an der Ilmenau. Und zwar durch Lüneburg durch. In Lüneburg kann man sehr schön Radfahren. Es ist zwar viel Verkehr, aber überall Radwege. Es ist sehr herrlich. Und dann nachher geht es über Lauenburg, da ist ein bisschen mehr Verkehr.
und danach geht es ja nur noch am Kanal entlang. Das ist ein bisschen eintönig, aber ja, es lässt sich gut fahren. Das Schotterstück ist gut ausgebaut und befestigt. Ja, jetzt werde ich noch sehen, dass ich noch irgendwo was zu trinken herkriege. Und dann werde ich mich hinhauen und morgen geht es dann wieder zurück. Die gleiche Tour bis hinter Lüneburg. Schade, mehr Zeit habe ich leider nicht mehr. Macht's gut, wenn wir uns nicht mehr sehen. Tschüss, bis bald, euer Peter auf Achse. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Tschüss.